Nochmal eine Ansage an euch hirnamputierten Vollidioten. Seit Tagen versuchen mich einige Leute von euch zu bekehren zur flachen Erde. Ihr habt doch den Schuss nicht gehört. Ihr seid... Geht mal zum Doktor und lasst euch untersuchen, ganz ehrlich. Ihr habt doch einen an der Waffel, ey. Ich wusste gar nicht, dass ihr so viele seid. Das ist ja wie eine Religion. Da kommen sie an mit irgendwelchen Beweisvideos. 1 Stunde 40. Ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass ich mir 1 Stunde 40 von eurem Geschwurbel angucke. Dann irgendwelche ellenlange Kommentare mit Gott und Jesus und Jesaja und was weiß ich was alles. Leute, das ist... Wenn ich... Wirklich? Sag mal... Lasst mich in Ruhe mit dem Scheiß, Flacherdler, Flachwichser. Ey, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ganz ehrlich, ihr habt sie doch nicht mehr alle. So, jetzt passt auf. Folgendes, ihr dürft mich überzeugen. Also, erstens, unter diesem Video dürft ihr mich jetzt überzeugen. Ich habe mir's überlegt. Bitte schickt mir Bilder vom Rand. Ich hätte gerne Bilder vom Rand, denn wenn die Erde eine Scheibe ist, muss man auch einen Rand sehen. Und kommt man nicht mit irgendwelchen physikalischen Scheißdreck an. Wenn die Erde eine Scheibe ist, muss man einen Rand sehen, ihr Vollidioten. So, wir haben wie viele Milliarden Menschen? Inzwischen 7 Milliarden Menschen. Davon wird ja einer so ein Scheißbild von diesem Drecksrand gemacht haben. So, also, es muss einen Rand geben. Ey, die Zeit allein, um dieses Video zu machen, ist mir schon vergeudete Lebenszeit. Also, schickt mir bitte Bilder vom Rand. So. Und dann, wenn die Erde flach ist, warum sind alle anderen Planeten rund? Das wüsste ich gern. Wenn die Erde flach ist, warum sind alle anderen Planeten rund? So, warum kann ich von hier aus losfliegen und einmal um die Kugel und hier wieder ankommen? Das sind alles Fragen, die müsst ihr mir beantworten. Ich kann mit dem Flugzeug einmal um die Kugel fliegen. Das ist nämlich schon ein paar Mal bewiesen worden. Ich bin ja nicht der Erste, der das gemacht hat. Das haben ja schon mehrere Leute gemacht. So, ein Freund von mir übrigens auch, der hat eine Weltreise gemacht, weil er im Lotto gewonnen hat. Das war Anfang der 90er, da hat er eine Weltreise gemacht und ist einmal um den ganzen Breitengrad rum. Ja, den müsste ich mal auftreiben. So, dann bitte erklärt mir, warum, um Himmels Namen, wenn die Erde eine Scheibe ist. Und jetzt hört mir ganz genau zu. Warum sollte man uns das verschweigen? Warum? Diese Verschwörungstheorie der Flacherde ist der absolute größte Hirnschiss, den man sich überhaupt ausdenken kann. Und übrigens hat sich das tatsächlich jemand ausgedacht. Das war nämlich am Anfang mal ein Gag, dass sich das so verselbstständigt hat. Das ist, wisst ihr, lasst mich in Ruhe mit dem Scheiß. Also, bitte, nein, lasst mich nicht in Ruhe. Schreibt mir es in die Kommentare und beweist mir, dass die Erde, und nicht mit eurem Schwurbelvideos, ich will Bilder vom Rand sehen. Ich will von euch eine Erklärung haben, warum, und zwar eine glaubhafte Erklärung, warum um alles in der Welt sollte man uns verschweigen, wenn die Erde eine Scheibe ist? Was haben alle Regierungen dieser Welt davon, uns das zu verschweigen? Wenn die Erde eine Scheibe wäre, dann wäre es eben so. Aber die Erde als Scheibe im Weltall ist vollkommen unlogisch. Es ist einfach physikalisch, chemisch, technisch. Ah, ihr seid so bescheuert, ey, ihr Idioten. Das ist einfach nicht machbar. Auf einer Scheibe würde keine Atmosphäre halten, ihr Deppen. Ja, ist, die Atmosphäre würde nicht halten. Unsere Atmosphäre hält nur, weil wir rund sind und uns drehen, ihr Idioten. Und ich habe nur Hauptschulabschluss. Oh. Habe ich mich echauffiert? Habe ich mich da etwa echauffiert? Ihr Deppen, Vollhirnis, komplett degenerierte Flacherdwichsler. Doch. Es musste sein. Ehrlich, 5 E-Mails heute von euch Idioten, ey. Zeigt mir Bilder vom Rand. Ich will Bilder vom Rand sehen. Wenn ihr mir Bilder vom Rand zeigt, habt ihr mich.